Hi. Guten Tag. An Hallo niemanden. Nele René. Hallo Nele René. Moin, ich bin ein bisschen dunkel, sehe ich gerade. Ja, ich mache auch mal Licht an. Immer diese Schattenkinder hier. Ja, so und so. Ein bisschen ist das ist okay. Na, ich habe ja extra Softboxen. Die Ja, Softbox ist super. ich habe auch eine Softbox hier für 1,50 von Alibaba. Ja, die Softbox von Yeemanen ist auf jeden Fall super. Die macht gut Licht. Ja, und ich habe jetzt beide stehen, ne? Du hast beide stehen? Ja. Du hattest zwei. Ja, doch, du hattest zwei, stimmt. Das muss ich mir Ja. am Freitag mal angucken. Und dann eine davon einpacken. Nice. Gut. Wo sind wir Tausch doch stehen einfach die Wohnung geblieben? mit ihm. Nee. Dann muss er immer so weit zur Arbeit fahren. So. Ich nehme einfach deinen Job auch. Ach so. Dann wirst du selbstständig, ja? Na, mit etwas, was ich Das gar habe nicht ich schon kann. überlegt. Ah, okay. Ich sehe nur, dass Con heiraten kann. Super. Okay. Ich habe mir gestern noch meine ganzen Studieninhalte durchgelesen. Weißt du, worin das Sechssemester hauptsächlich besteht? Nee. Practical Hacking? Nice. Und Next-Gen Console Gaming. Sicher, dass dein Das Studiengang legal ist? ist legal. Du kannst ja auch eine Zertifizierung als Ethical Hacker haben. Also quasi, dass du für Unternehmen, also bei einem Unternehmen arbeitest und deren Sicherheit prüfst die ganze Zeit. Das ist ja das, was Hacker halt eigentlich machen, theoretisch. Alles andere sind ja Cyberkriminelle. Mal davon abgesehen, ich fange mal an, oder? Ah ja. Bevor wir jetzt ewig reden und das Spiel nicht weitergeht. 2 Stunden nur geredet, Zuschauer wundern sich schon. Ja, Schon ja, Bild? ja. Hier geht es nicht ums Spiel, hier geht es einfach nur um deinen Studiengang. Ich weiß gar nicht, wer. Okay, da wird gekämpft, okay. Sieht aber gut Bewusst. aus. Hier für eine Kreatur oder Legende. Was ist hier eigentlich nochmal Flinte? Okay, ja, so. Ja, sieht gut aus. Ach, nimm mir das hier einfach. Passt schon. Ich kann den Herzogtitel Kra von Krain schaffen. Noch einen. Bist du sicher? Werd doch gleich König. Ja, würde ich ja gern. Wenn der zuerst Wann König wandern wir wird, jetzt ab? ey, dann müssen wir, dann greife ich ihn einfach an. Ich bin auch als Herzog stärker, glaube ich, als du. Ja. Ich stehe da mit meinen 2000 Truppen, du kommst als Herzog mit 5000 Truppen an. Das wäre echt traurig, würde ich mal sagen, wenn das Das so wäre wäre. richtig bitter. Also wird so genau zu mir passen halt einfach. Oder so, als du ein kleiner Graf oder so kommt dann angedackelt. Moin, zack. Tod. Ja. Ich würde es mir halt so zutrauen, dass genau das passiert. Sieht aus wie eine Glühbirne irgendwie, ne? Meins sieht fast so ein bisschen aus wie eine Verkleinerung von Italien. Nein, ich meine Kopf, aber ist egal. Ja, dass du eine Glühbirne bist, wusste ich schon lange. Zwar keine besonders helle, aber. Aber eine Glühbirne. Ja. Danke. Ist zwar eine Leuchte, vielleicht keine besonders helle Leuchte, Ich hab aber mal ist auf halt eine Leuchte. 2 gemacht. Oh. Ja. Super, ich muss Siehst du jetzt das jetzt gerade Gate bei dem schon. aus? 1600. Jetzt aber hier gucken, dass der Krieg vorbeigeht, ist nervig. Ich habe noch 725 Prestige, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Sag ich mal nichts zu. Man kann einiges bestimmt damit machen, aber ich habe keine Ahnung. Oh, Prestige ist, glaube ich, hauptsächlich halt, um halt Kriege zu erklären und so eine Geschichten und Verbündete in den Krieg zu rufen. Ah, Tiger ist erwachsen. Man hat keinen Ehemann mehr. Gut. Oh. Das ist echt gut. Verbrennt die Hexe. Ah, ich muss mal wieder auf langsam machen. Wir sind im Event wieder. Wer auch immer das war, ich habe gerade irgendjemand hingerichtet. Kann ich aufgepasst. Aufgebotsgröße minus 50%. Ne, das will ich doch nicht haben.
Aufgebot. Mit was für ein Junge, Ding? Was. Ja, weißt du, kaum gehe ich auf Verwaltung, denkst du, jetzt kommt der geile Scheiß. Jetzt habe ich die Auswahl zwischen minus 50%, minus 25% oder. Okay, oder plus 25, aber das, dafür hat es keine anderen Nebeneffekte. Was gehst du gerade nach? Architekt oder Administrator? Hat, glaube ich, damit nichts zu tun. Also ich habe jetzt einfach dieses Entwässerungsding hier aufgeploppt. Ich nehme einfach für Aufgebote, kann ich immer gebrauchen. So. Okay. Scheiß drauf. Ach so, das war ein Anführungszeichen Quicktime-Event. Ja, bei mir ist es kein Quicktime. Ja, bei mir ist es immer Longtime. 16 Stunden darüber nachdenken und dann im Endeffekt die falsche Entscheidung treffen. Ja, und dann klicke ich es weg und dann sehe ich einfach, wie im Hintergrund alles verloren gegangen ist in der Zwischenzeit. Das ist immer dieser Druck, weißt du, du musst dich schnell entscheiden, weil dann im Hintergrund immer irgendwas passiert. Wie sieht das denn jetzt hier eigentlich aus? Ja, okay. Wenn ich meine Familie so angucke, erkenne ich Kaito Kid sofort. Das hat keine Verbündeten. Wegen dem Helm, ne? Also ja, wegen dem scheiß Hut, ja. So, was ist mit ihr? Ne, wer war mit dir deine verheiratet? Deine Verlobte ist im Knast. Was? Meine? Nee, vom Kaito. Das bin ich. Die ist im Knast. Du musst aufpassen, wenn die drauf geht oder so, das Scheiße, dann ist das Bündnis weg, ne? Für 10 Gold. Ach, ist doch nix, ey. Wie sieht denn das aus, ey? Von diesem heiligen ja, König Kaito? Kannst ja nicht mal deine Verlobte retten. Das ist nicht meine, ja, Kaito geht das eh egal. Belagerung von Derby? Kennst was? Du doch. Derby wird belagert? Ja, klar. Sollen sie mal machen. Was ist mit Kaito Kid passiert? Nix, wieso? Und so. Dem geht's soweit gut. Dem geht's soweit gut. Kommt irgendeiner meiner Söhne. Yo, Alter, wieso nicht das? Bruder, ey. Denk mal, Con einsetzen als Verwalter, ey. Hat er so eine dicke Verwaltung oder was? Ja, sicher. Ja, Con halt, ne? Ja, ist der, ist der Verwalter schlechthin, ey. Ich muss auch mal wieder Krieg führen hier. Was? Ich muss mal Krieg führen. Nein, ich wundere mich gerade, warum Höfling von mir gestorben. Ach so, oh fuck, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Ich wurde ja geplündert. Ach nö, Alter. Oh, super. Nein, Con wurde gefangen genommen. Nein. Boah, du Hure, ey, gib den wieder. 10 Gold. Huch, der hat eine Armee von 164. Der Gegner. Oh, das wird aber knapp, ne? Ja, 2300 gegen 164 ist schon nicht so. Da muss man schon aufpassen. Ja. Meine Tochter hat einen. Okay. Ha! So. Con, geh zurück in dein Amt, mein Gott, ey. Komm schon! Armee! Armee! Beweg dich. Vor allem auch egal, gegen ich werde unabhängig. Der nachher läuft, ist mir egal. Zack. Aber der Gegner läuft, wird immer platt gemacht. Da kommt gegen meine Dinge gar nicht mehr an. Wunderbar. Nun, du Scheiß. Kombatanten? Schaffst du nicht. Ja, der hat aber auch nichts. Auf die Glocke, Junge. Scheiß Plünderer, ja, dann hau ihn doch mal auf die Nase. Ah, ich ja gerade. Gut. Wo sind die Armee jetzt hin? Seine. Ah, nee, Meland ist unabhängig. Bist du jetzt unabhängig? Ich bin jetzt unabhängig, ja. Nice. Und abhängig. Das ist ein blödes nur, ich hab Waffenschild schon mit dem Kollegen jetzt nebenan. Angel an Schultiesen? Was ist das denn? Bin ich eigentlich? Da bin ich. Jetzt muss ich mal gucken, was wie ich mache. 20% Entwicklungszug. Was? Wollt ihr mich verabeln? Der hat. Das, das und das. Ach nee, scheiße, ich muss ja immer gegen den Krieg führen, ist ja jetzt beschissen. Kann ich sein Herzogtum? Ja, kann ich.
Ja, gib mal her, du Bruder. Was denn? Mir gehört das Mercia. Oh, nice. Mercia? Also theoretisch müsste er jetzt mein Vasall geworden sein, oder vertue ich mich da? Ja, richtig gut ab bei dir. Ja, irgendwie doch nicht. Aber ich kann ihn, glaube ich, wenn ich vasalisieren oder so. Vasalisieren. Alter. Fräsieren. Boah, schon wieder einer gestorben, ey. Was soll das denn hier? Hier aus mit meinem Ratskanzler, der Ratsverwalter. Ist mein Radspitzel ist down. Oh, das ist bitter. Ja, der macht Tiger das halt eben nicht so gut. Mir gehört gleich Leibniz. Ja, guten Appetit. Genau deswegen habe ich genau das habe ich erwartet. Ist das dein Kopf? Bist du fertig mit deinem Krieg? Ja, ich muss nur ganz ein paar Sachen gucken. Vasallentum anbieten, okay, das ist ne. Okay, das dauert noch ein bisschen dann. Geben an jemanden. Ratsposten. Er hat König Mangegold den Krieg erklärt. Was? Und da stirbt er hin. Ach, geht mir nichts an, wenn der einen Krieg anfängt. Juckt mich nicht. Okay. Also ich denke, ich wäre bereit, dir zu helfen jetzt, ja. Okay, soll ich jetzt unabhängig machen oder einen Anspruch von mir wahrnehmen? Was für ein Anspruch? Worum geht's? Einen Moment. Bim bam bum bam büttelwei bullywei rum. Okay, du hast Ansprüche auf die Grafschaft von Holland. Das ist nur Grafschaft, okay. Genau. Oder ich kann halt unabhängig machen. Du musst sowieso erstmal unabhängig werden. Das ist das Hauptziel, damit du denn Herzog werden kannst. Okay, das heißt, dann bin ich Oder unabhängig. du musst halt noch eine Grafschaft. Musst halt gucken, wenn du jetzt auf den. Nee, geht das überhaupt? Nee, du musst. Werd mal unabhängig, das macht keinen Sinn sonst. Du kannst ja nicht den Titel einfach so übernehmen von deinem Kollegen, ne? Okay, ich dachte, wenn ich den vielleicht komplett einnehme, weil so viel hat er ja nicht mehr. Ah, Kohle bekommen. Dass ich den dann Ich vielleicht weiß ja nicht, auseinander. ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn er jetzt alles von dem einnimmt, was er hat. Sag mal, Keine Ahnung. dann vielleicht. Aber es dauert ja ewig wegen Ja, Frieden und so. werd mal ruhig unabhängig, das ist alles gut. Wo ist denn Gut, Villach? das heißt Unabhängigkeitskrieg angeklickt, Krieg erklären. So, wenn Verbündete in Kampf Habe ich rufen. mir schon Angelegenheiten klug? In den Kümmern. Krieg rufen. Abgelehnt. Wow. Was würde passieren, wenn ich ablehne? Schaffst du es dann nicht? Wahrscheinlich nicht. Oh, mein Ruhm. Oh. Wie viel habe ich jetzt gekostet an Ruhm? 75. Echt so wenig? Das ist ja eine Frechheit. So, um was geht's überhaupt gerade? Unabhängig. Um die Ja, Weltherrschaft. aber welche. Okay. Was? Ostanglien auch noch dazu? Anscheinend, ja. Aber ich werde erst mal runterkommen, weil. Oder warte mal, das sind deine Oder Truppen. sein Verbündeter. Nee, ist sein Verbündeter. Das wird dich belasten, wenn der jetzt nachher hier oben mich belagert. Na egal. Ich komme erstmal runter, damit wir die Einheiten platt machen können. Aber du hast ja Ja. mehr als der. Ja. Aber das Problem ist, wenn er mit seinen Kollegen kommt. Und da unten sind schon 600. Ach, da kommen sie hoch. Ach, da unten noch ein Kollege in Luxemburg, okay. Ja, dann guck erstmal, dass du ein bisschen Abstand gewinnst. Von denen. Dass die nicht kriegen, bevor ich da bin. Weil die werden nicht automatisch sich zusammenfügen, wenn die in den Kampf geraten. Ja. Aber die gehen auf Aachen. Das ist egal, lass die das mal belagern. Bis dahin bin ich da. Ja, ich bleibe einfach hier stehen. Ich mache einfach gerade gar nichts. Genau, mach einfach gar nichts. Ja, beste Taktik.
Okay, da kommt noch eine feindliche Armee von oben. Hat er noch mehr Verbündete? Ja, insgesamt drei Stück. Zwei Stück. Ja. Aber zusammen haben die halt mehr Truppen. Zusammen hat der 2800. Wir 5000. Ja, ich sehe. Ja. Ja. Also ist halt ein kleiner Unterschied. Belagern, die belagern gar nicht mehr, ne? Doch jetzt. Gott, ey. Wäre schon mal woanders an Land gegangen. Ja, ist sehr blöd mit den ganzen Flüssen da, ne? Muss da nee, ich geh da lang. Rum und so. Ich geh zu der Stadt rechts neben dir erstmal. Ja, du kannst ja den Typen mit 870 da angreifen, der da gerade an Land geht. In Arnheim ist er an Land gegangen. Ich sehe keinen. Okay. Wo ist Arnheim? Ah, da! Ah, jetzt sehe ich ihn. Ja gut, der ist halt ein bisschen schneller als ich. Du kannst sie quasi abfangen, geh Richtung Stadt. Ich werde dann, den wird es auch so schaffen, aber wenn bis die anderen dann mit in den Krieg gehen, bin ich ja auch da. Okay, der verpisst sich. Oh, ein bisschen schneller. Werd ich belagert? Ne, die sind alle runter zu mir gekommen eigentlich. Ja, was nicht passieren darf, ist, dass mir einer einen Krieg erklärt. Das wäre jetzt belastend. Ja. Gehen wir rechts rum, auf die drauf. Ja, jetzt bin ich halt vorbeigelaufen, aber ich sehe gar, ich geh jetzt auch hier runter, ja. Wir verfolgen die zwei einfach mal. Ja. Vielleicht kann man den irgendwie abfangen. Jetzt geht der eine da oben lang. Ja, ist ja egal. Okay, der belagert einen Aufschlag, glaube ich, deswegen gehen wir wieder mal zu dem. Ja, bevor der Kampf da halt zu lange dauert und die dann ja. Durchschaffen. Ihr Mann wird belagert. Ist halt echt lästig, die immer zu verfolgen, weil die verpissen sich dann immer rechtzeitig. Der wird ja. Nachher oben nämlich auch wieder das Weite suchen. Aber vielleicht kriegen wir den da besser abgehangen, also besser, ne, weil das ja am Rand des Wassers ist. Ja. Könnte gut klappen eigentlich. Ich hab so ein Event, scheiße. Das will ich nicht. Ja, egal. So. Gehst du von unten ran oder was? Das ist die Frage, ob ich da so hinkomme. Ist ja, aber ihr versucht halt mal, ja. Wahrscheinlich schon irgendwie. Alles gut, das. Ansonsten fange ich halt den Krieg schon mal an und du kommst halt mit dazu. Okay, das die unten haben sich zusammengeschlossen. Nein, ich kann da nicht hingehen von da unten. Toll, scheiße. Und der will aufs Wasser flüchten, mein Gott. Ja, das dauert aber lange. Ja, er hat sich auch wieder zurückgezogen. Er versucht woanders hin. Ich sag mir vor, Tochter, hey, Sohn Conan, willst du mich eigentlich verarschen, Bruder? Was? Ja, ich bin in der Schlacht drin. Das kann er nicht mehr weg. Ja, ich gehe automatisch auch dahin, von daher passt schon. Ja. Achso, du hast mir die... Bruder, ey. Wer? Meint er nicht jetzt ja erlauben, hier meinem Haupterben, also der wird bald mein Haupterbe sein, irgendeine scheiß Hochzeit vorzuschlagen, ey. Was denn? Der will sich doch auch rein heiraten. Er will auch. Der wäre sogar in deiner Blutlinie gewesen. Ist das so gut, wenn du in meine Blutlinie kommst? Sehr gut, ich weiß gar nicht, was du hast, Mann. Ich hab nur gesehen, dass die alte guten Ränkespiel war, aber mehr habe ich gerade nicht gesehen. So, der wird erstmal weggeschnetzelt. Schnetzel. Was machen die anderen beiden eigentlich nach da unten? Pech. Ja, was machen wir jetzt? Ich würde erstmal die unten nochmal fertig machen. Du musst, klar, wir könnten jetzt zur Hauptstadt gehen, die belagern und Glück haben, dass dann der Typ da gefangen genommen wird, aber ne, in der Zeit schaffen die es mindestens einmal, das hier zu übernehmen. Ja. Ah, guck mal, da kommt ein Verbündeter mit 452 Truppen. Hast du noch einen gerufen? Ja. Du hast ihn, ne? So, was kann ich hier mal so nehmen? Mini-Fliege vorm Gesicht? Lecker, schmecker. Läuft bei dir.
Guten Appetit. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, nee. Ich muss einmal gucken, wo ich meine Hauptstadtfläche verlagere. Hä? Ach, die muss ich ja so. Hä? Oh. Hey, hat man schon wieder einen Kampf? Wir haben schon gewonnen? Ja. Ja. Dann? Also den nächsten Kampf, ne? Nicht den Krieg. Achso, da stand eben was von Sieg oder so. Ja, die Schlacht war Sieg. Ne, ich habe so eine Einblendung bekommen, dachte, das wäre der ganze Krieg gewesen. Oh, ne, leider nicht. Ich komme. Digga, du bist mir als erster oben angezeigt, ne? Dein Conan Kogoro. Ja, ist ja der krasseste auf dem Markt, Bruder. Geil. Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel. Ich kann eigentlich schon Pilze, aber okay, nichts Besonderes. Okay. Machen wir jetzt? Wie viel Truppen machst du? 1600. Nehmen wir den hier, der Mast sich gerade belagert. Warte. Mein Gott, ey. Wir könnten noch einmal Schlacht machen, dann kann ja einer von uns belagern. Und der andere weiter Schlacht machen. Genau. Geh du mal nach oben, ich geh nach links. Ja. Weil der haut nämlich immer ab, wenn ich da wo hinklicke. Das schafft er auch vor mir. Schafft er das auch vor mir? Mal gucken. Aber ich glaube, ich bin. Oh, du hast es schon geschafft, okay, dann. Einmal den Bogen. Aber mein Verbündeter ist ja auch noch bei mir, so habe ich 2000 ja. Leute gerade. Gegen 900 sollte ich es ja schaffen. Danach würde ich dann einfach die. Also ich würde die Hauptstadt belagern, du kannst ja gucken, dass du die noch ein bisschen abfarmst. Ja, kann ich machen. Du bist ja von den Truppen dann reichen. Wurde verwundet. Nein. Ein bisschen verschnitt. Ein bisschen Verschnitt ist immer. Ja. Scheiße, das muss ich haben. Wir haben einen Gefangenen genommen. Gut, also ich gehe jetzt zur Hauptstadt hoch. Ja. Dadurch habe ich mal 100 Gold machen können. Ja, das ist echt genial. Durch Krieg oder Erpressung kannst du immer viel Geld machen, ne? Ja, das stimmt. Also 100 ist jetzt nicht wenig, ne? Durch Nein. zwei Gefangene, ist voll gut. Das ist echt gut. Ich verfolge also unfreiwillig den 600er Trupp, ne? Mach ihn fertig! Jawoll! Ich habe einen Gefangenen, aber nicht aus dem Krieg, glaube ich. Leibach gebaut. Solange dich keiner angreift, ist alles gut. Einfach rekrutieren, kann ja nicht schaden. Ob es eine maximale Anzahl an Höflingen gibt? Weiß ich nicht. Also, Platz ist voll aus allen Nähten, ne? Meinem Hof sind 10.000 Leute, also eigentlich die ganze Map. Wäre schon cool eigentlich. Belagerung, Belagerung. Ja, könnte sein, dass einer vielleicht zu dir zurückkommt, aber mal abwarten. Ist echt nervig, ne? Den Truppen hinterher zu watscheln. Das stimmt. Und vor allem denkst du, bist gerade dran. Dann sind die aber eine halbe Sekunde schneller als du und dann musst du
erstmal versuchen, die wieder einzuholen, irgendwie. Ja. Nee, das will ich nicht. Ich habe keine Möglichkeit, die Typen einzuvasalieren unter normalen Bedingungen. Das ist echt belastend. Wie meinst du das? Ja, es gibt ja diesen. Du kannst quasi, wenn ich Herzog bin und die haben eine Grafschaft quasi in diesem offiziellen Herzogtum, aber gehören zu einem anderen. Ja. Ich könnte die, oder halt sind selbstständig, keine Ahnung, wie auch immer. Ich könnte denen halt ein Vasallentum anbieten, dass ich deren Lehnsherr wäre, dass sie halt zu meinem Herzogtum gehören. Aber unter normalen Bedingungen halt, steuerlich und hier aufgebotetechnisch, ist das irgendwie nicht drin. Weil es gibt immer diesen Grundzurückhandlungsding, was bringt erstmal minus 45. Automatisch. Und dann gibt es auch irgendwie einen Buff für mich für Unterschied der militärischen Stärke. Das ist maximal plus 20. Und dann noch die Meinung. Aber da muss ich den erstmal voll hochpumpen, den Typen, ey. Ja. Da war dann bei dem ja auch. Ja. Der ist ja voll behindert, ey. Komm, beeinflussen, Bruder. Guck mal, ob der was bringt, ich weiß es gerade selber nicht. Wie läuft's hier unten? Okay, ich bin immer noch am Belagern. Ja, geht so langsam, was ich ja. Okay, Moment. Ich muss mal eben die Mucke ausmachen, das geht mir langsam auf den Sack. So. Diese Ruhe. Diese Mucke hat es ja nicht ganz gerade. Ja, diese Crusader Kings, kamen wie die als Veni Vidi Vici oder so. Was ist bisschen ruhige. Okay. Ich hab die im Türkei die ganze Zeit weiterlaufen. Also hier, das ist vom Ingame-Spiel-Sound, ne? Da ja, hab ich gar keinen. Ich hatte den, glaube ich, aus bei mir. Okay. Ja, vielleicht könnte ich den auch mal wieder reinmachen, oder? Das ist natürlich ein bisschen sehr leise. Ja, deswegen habe ich ihn halt an, weil ich halt auch denke, okay, könnte vielleicht ein bisschen leiser für die Zuschauer sein. Ja, vielleicht so. Komm, auf, schneller! Wessex, du Bruder. So. Was gehört denn? Boah, das ist beides orange, das geht mir so auf die Eier, ne? Die beiden Länder neben, die Herzogtümer hier nebeneinander. Okay, Eichel. Das gehört dem und das. Kann er dich einvasalieren? Einvasalieren, Alter. Einbalsamieren. Könntest du das? Nee, also stand jetzt auf keinen Fall. Der hat erstmal Grundzurückhaltung minus 45, dann halt, ihr habt unlängst Krieg geführt minus 40. Oha. Oh. Und dann nochmal, er ist ein Anspruchsteller von auf das Kleinkönigreich nochmal minus 15, also da kann ich gar nichts machen. Okay. Wo kommt das jetzt her? Was aus Schlumpfhausen, bitte, sehr.
So ein Ding so, ja, der Bischof, der gibt mir entweder 50 Gold oder 75 Gold und halt ein bisschen Meinungsverlust und so, oder halt 250 Frömmigkeit. Lol. Immer das Lol. Geld, so. Money, money, money. Also, meinem letzten, also Kokoro, nur Geld. Conan Money, vielleicht, wird money. nachher religiös vielleicht, mal schauen. It's so funny. In a rich man's world. Okay. Die Hauptstadt ist belagert. Na, das ist 62%. Das heißt, ich warte den nächsten auch, dann haben wir wenigstens das, den Kriegsdingsbums hier, weißt Ja. Soll ich dann nach unten gehen, da versuchen zu belagern? du? Ja, entweder fuckst du die weiter ab, aber wir haben das Maximale jetzt erreicht, ne, an Schlachten. Ne, gewonnene Schlachten Nee, plus noch nicht. 34%. 50 ging noch, ne? Ja, ich mein 50, ja. Dann kannst du noch ein bisschen weiter schnetzeln. Ja, geht es Ja, gar ich nicht hoch. krieche ihn nur selten. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich eine Schlacht Ach gewinne, so. seit. Weil die einfach die ganze Zeit nur am Wegrennen sind. Hilfe! Leute, die andere, die hat Truppen mit dazugeschickt, gerade bei meinem Krieg, wird gerade unterwegs einfach von meinem Lehnsherr aufgehalten. Der Lehnsherr. Ja, komm, ich gehe jetzt runter zu Luxemburg. Mark, mach Ah, halt da ruhig. oben. Da, ich habe die Truppen wieder gefunden. Haben sich ja, die trennen sich ja Oh, immer wieder. 1000! Ja, deswegen. Der rennt bestimmt jetzt hier letzten. Attacke! Der rennt zu seiner Hauptstadt 100 Pro, der will die zurückerobern. Ja, Obwohl, ja, kann ich verstehen, würde vielleicht. ich auch. Das ist nur ein bisschen belastend, wenn ich direkt daneben bin. Aber wenn ich abbreche, ist halt wieder unser Fortschritt auf 0. Das finde ich mal so ein bisschen dämlich. Na, vielleicht kriege ich sie hier Nur, abgefangen. was halt anders ist, ist, wenn man schon mal, wenn eine Grafschaft schon mal belagert wurde, dann ist die nachher die nächste Garnisongröße nur die Hälfte oder so. Oder ein bisschen, auf jeden Fall Oh, weniger. ich hab's Also wenn das. abfangen können. Ja, nice. Also wenn die jetzt zurückerobern, dann ist sie nur noch bei 100, bei 199 an. Ne, warte mal, hä? 287? Ja, ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall war die schon mal relativ gering, als ich das zurückerobert habe. Ich wusste gerade nicht, warum meine Prozent nicht hochgehen. Das kann ich auch nicht sagen. Dann darfst du halt nicht nur Bier trinken. Was, ich muss mehr Schnaps trinken? Ja. Ja, verdammt. Nimm die Mischung macht's. Die Mische. Aber ich hab's abfangen können, also alles gut. An, als hat sie anfangen können. Abfangen. Baronie, deswegen. Ja, das Herzogtum Thüringen mischt sich gerade mit ein, mein Gott. Vielleicht liegt es auch daran. Dann lass sie mal mischen. Ja, die haben 400, haben die 463 Truppen. Hab wieder angefangen dann. Aber der bringt leider keine Prozente, also nehme ich das Gold. Was? Keine Prozente? Nö, dann ist er nicht wichtig genug. Ach so. Willst du Zinsen auch noch haben oder was? Für jeden Tag, was er länger drin ist? La. Nochmal 30 Gold obendrauf. Nice. Bin ja immer noch dafür, dass du uns diesen 32.000 oder 33.000 Euro teuren Whisky schenkst. Darfst auch gerne mittrinken dann. Nein. Auch nicht. Dafür fehlt mir noch dein Haus in meiner Garage. Einmal mein Haus in deiner Garage. Ja. Warum? Wenn das passt, dann kann Ach ich dir auch so. gerne einen Whisky für 33.000 kaufen. Ach so. Weil wenn mein Haus so groß ist, dass dein Haus in meine Garage reinpasst, dann glaube ich, kann ich Geld scheißen. Ja, dann, also, dann hast du aber auch eine dermaßen große Garage, wo mir denke, was packst du da alles rein? Da steht wahrscheinlich dann zwei Autos drin und dann hast du 20 Meter Deckenhöhe. Oben hängt dann wahrscheinlich noch irgendwo, was weiß ich.
Also wenn ich so eine große Garage habe, packe ich vielleicht dein Haus da rein. Ich finde, das ist legitim. Das ist legitim, ja. Alles klar. Findest du nicht? Ja, Es geht, sagen wir so. Ich könnte ein krasses Bündnis machen mit dem König Louis II. Der hat 5000 Truppen. Oh. Okay. Ja, warum nicht, ne? Ja. Yeah. Hau rein! Na, lass mal du. Warum? Bündnis ist doch nicht schlecht, oder? Ja, ich hätte eigentlich eher was anderes vor, aber das da nicht umzusetzen. Oder mit dem von Lothringen, der hat auch nur 2000, das war nicht so gut. Ach, papalapap, geht schon. Mir wurde sogar gesagt, ich soll den Krieg gegen den erklären, also. Komischerweise habe ich eine niedrige Gemeindekontrolle in Graz. Weiß gar nicht, wie das zustande kommt. Wenn ich die gerade überfallen habe und erobert habe. Dann brauchst du noch ungefähr für deinen Belagerungsfortschritt? Weiß ich nicht. Ich mache 1,2 pro Tag. Okay. Also Belagerung dauert höchstens noch 3 Monate. Ich chill noch 3 Monate hier rum. Ja, läuft. Läuft doch oder nicht? Die haben mittlerweile wieder so viele Truppen zusammen. Wenn alle gleichzeitig gegen mich kämpfen würden, würde ich verlieren, glaube ich. Außer mein Verbündeter würde mir auch noch helfen. Also hier der Billo-Verbündete. Okay. Dann könnte es klappen. Aber zusammen haben die halt 1,7. Und wir hatten 1, genau 7? 2. Ja, 1,700. Na, ich habe nur 1,400 Truppen gerade. Da muss ja dann doch wohl der Chris einmal in die Arme greifen. Ja, oder halt hier der andere Typ. Dann könnte es auch klappen. Aber Chris ist ja eh sofort fertig, also. Ja. Meinst noch du? Noch 9% ist eh vorbei. Ja. Und die verbissen sich schon von mir, also alles gut. Wir haben schon Angst, was ist denn das? Und in 10 Tagen ist er da oben fertig, hat das eingenommen und dann haben wir auch die 9% erreicht, also. Okay. Also läuft gut für dich gerade. Ja, doch. Oh, okay. Ich habe jetzt gerade ein bisschen wenig Geld. Was ist jetzt ich mach plus 1,3, also meck mir nicht. Trotz Armee ausgehoben? Yeah! Ja, trotz Armee ausgehoben. Was? Läuft der richtig bei dir? Ah, geht so. Jetzt kann ich endlich den scheiß Titel machen, wenn ich noch 100 Gold hätte. Ja, ich kann dir diesmal, ich kann dir im Moment nicht aushelfen. Ach, alles gut. Ich habe letztens schon so krass gepusht. Ja, da ist mir ja schon 200 reingedrückt. Ah. Übrigens macht insgesamt 500 bei Rückzahlung, ne? Hast du auch gerade dieses komische Surren gehört? Was pfeift hier? Nicht Salzburg eigentlich? Mein Salzburg sitzt bloß so ein komischer Fürsterzbischof. Ist mit wem geschmiedet? Wer ist denn das? Ach, deswegen. Ah, okay. Weil er mit meiner Ollen verheiratet ist, deswegen. Aber mit meiner
mit der Tochter von meinem Herrscher. Götz. Richtung. Hat einer von euch irgend schon mal so ein Fürstbischof angegriffen oder Fürsterzbischof angegriffen und weiß, was denn passiert? Fand ich gar nichts, oder? Du wirst von einem Bischof angegriffen? Nee, ich hab Anspruch auf Salzburg. Ja, und? Ja, gut, er hatte keine Verbündeten. War das. Na gut, der Lehnsherr ist der König Arnulf. Kann Köln leider nicht so einfach einnehmen. Warum nicht? Oder Kleve oder so. Weil ich dann immer direkt gegen den Lehnsherrn kämpfen muss. Okay, das ist bescheuert. Live-Standort, was haben die? Weißt du warum, Chris? Was? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Kleve drücke, da habe ich so ein kleines 13-jähriges Kind. Und wenn ich den Krieg erkläre, weil ich den Anspruch haben möchte, da auf Kleve zum Beispiel, dann kämpfe ich immer gegen den König direkt. Ja, weil das Kleve zu dem Königreich gehört wahrscheinlich, weil der Lehns ja von dem Kleinen der König ist. Ja, aber sonst kämpfst du auch nur gegen die Vasallen oder so, nicht direkt gegen den König. Wenn du zu demselben Reich gehörst, ja. So. Oder wenn die eigenständig sind, dann kämpfst du auch noch gegen die. Aber wenn die zu dem Großreich hören, wozu du nicht gehörst, dann musst du immer gegen den König fighten, leider. Das ist nur passiert. Das heißt, Lothringen wird ganz schön schwer, Teile abzunehmen, für mich. Ja, es sei denn, du lässt dich halt quasi von Lothringen, wenn du jetzt Herzog bist, halt Vasall, ne, dass du halt von ihm halt ein Vasall wirst, als Herzog halt, in dem Sinne. Krass. So hast du auch die Chance, nachher König zu werden von Lothringen, ne, nur immer so. Ich weiß halt nicht, wie das bei Lothringen ist, ob das solche Feudalwahl oder so eine Scheiße, wer König wird. Ich weiß gar nicht, wie das da abläuft. Wird quasi dann nachher, kannst du nachher einen wählen, wer halt der nächste König werden soll, nachdem der stirbt. Auch keine Ahnung. Und wenn du das wirst, dann hast du Easy-Karten da, so ein Reich zu übernehmen. Ja. Ah, ganz Salzburg wird mir gehören. Null. Ach, hau raus, den Ding. Ich weiß zwar gar nicht, wo ich bin, aber ist okay. Ich habe jetzt einen kompletten Anspruch auf Salzburg. Okay. Dann. Nimmer. Ja. Würde ich gern. Noch ein paar andere Sachen. Basteln. Zu kompliziert. Haltung. Alois. Er hat. Er hat halt 7 in Verwaltung mehr. Okay. Solange ihr Schulden habt, könnt ihr keinen Krieg erklären. Komisch. Tja, das ist belastend. Ist äußerst belastend. Oh, ist das auch richtig. Wie schnell fahrt denn der? Meine Mutter hat mir gerade einen Live-Standort geschickt, damit ich weiß, wo sie sind ungefähr. Okay. Ein Gefühl. Rettern die mit 200 über der Autobahn. Mit der Katze. Also sind die gleich da. Ja, ich schätze mal eine halbe Stunde. Ja, wobei, ja, 45 Minuten dürft ihr eher treffen. Okay. Respekt. Dann ist der Mietsbewohner da. Mietsbewohner? Ja, ich hab einmal diesen scheiß Namen ausgesprochen und seitdem, keine Ahnung, ich finde das für Katzen gar nicht mehr so verkehrt. Ist witzig. Mhm.
Bin mal gespannt, wie der sich hier eingeht. Ach, geht bestimmt easy. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich in Zukunft mein Büro immer zulassen werde, wenn ich nicht da bin. Und er nicht im Büro ist. Ausgezeichnet. Ja, darf der im ganzen Haus sonst rumlaufen? Ja, also bis auf Heizungskeller, weil da... also, im Heizungskeller kann ich ihn nicht verfolgen. Das wird nichts. Vor allem nicht, wenn er unter Silo klettert. Penner. Ja, natürlich. Also aber das ist auch sonst normalerweise auch immer die Türe zu, oder? Ja, nee, letztes Mal war es ja dem Aufmaß halt eigentlich egal ist. Aber Problem ist halt, im Moment ist die Heizung halt... im Halt, wir haben eine Pelletsheizung, da ist innen drin beim Pellets halt reinfallen für den Ofen. Da ist im Moment offen, weil wir Pellets von Hand reinfüllen. Oh mein Gott, dann machst du halt auch nicht zu. Warum auch? Füllst du den nächsten Abend sowieso wieder Pellets nach. Dementsprechend, wenn der dann da reinspringt, sitzt er mehr oder weniger im Ofen. Ja, könnte warm werden. Deswegen, dann ist ja halt noch der Vorratsraum nebenan, neben der Heizung. Ah, das Sacksilo ist aus so einem wunderschönen Stoff, wo man dran kratzen kann. Mach mal schneller, ne? Ja. Ja. Mach mal auf 2. Jo. Also das, wenn der in den Heizungskeller drin ist oder im Vorratsraum, ich glaube, den findest du nicht mehr. Ah, das könnte sein. Dann sonst halt im ganzen Haus. Also, wir haben so ein bisschen Angst mit der Treppe, weil wir halt eine offene Treppe haben. Dass er da irgendwann runter segelt. Aber rein theoretisch. Er ist jetzt kein Tollpatsch und auch kein dummer Kater. Er ist jetzt nicht so wie Spike. Aber ich traue dem Kater alles zu. Also, er saß an der Kante vom Kratzbaum. Und seine Schwester hat ihn von unten halt geärgert. Er saß aber halt mit dem Rücken hin, also quasi hat ihm halt den Rücken kratzt. Er hat sich nicht umgedreht, ziemlich nicht blöd umgedreht, sondern. Also dass sie nicht, dass er nach hinten runterfällt, sondern einmal normal gedreht und hat sich halt dann mit ihr gekabbelt. Ohne halt runterzufallen. Keine Ahnung, Spike wäre da wahrscheinlich schon längst runtergefallen, weil er nicht wusste, dass hinter ihm Ende ist. Das könnte leider gut aus möglich sein. Also deswegen, Tollpatsch ist er halt nicht, der ist schon ziemlich intelligent. Aber auch ziemlich faul. Er hat gestern den halben TV-Unterschrank leer geräumt. Wie das? Er wollte die Summer jagen, wollte da drüber springen und hat halt Sachen mitgenommen. Oh, super, Ingo. Okay. Ja. War nicht so intelligent von ihm. Nee, nicht so ganz irgendwie. Wenn sie dafür von Übersinn, muss ich mich auf jeden Fall noch mal kurz ums Trinken für die Katze kümmern. Es soll ja schließlich Wasser mit Milch sein. Ja, dann mach mal. Ah, ja, mach ich dann. Ein mächtiger Vasall erwartet einen Ratsposten. Der hat nur 14 Verwaltungen, der andere hat 21. Warum soll ich den denn einen Ratsposten geben? Wenn er nur 24 hat. Das kann ich ja nicht sagen. Muss man so gerade eine Domäne abgeben, sehe ich gerade. Dann mach das mal. Wieso ist jetzt meine Domänenschwelle gerade gesunken? Hä? Aus welchem Grund? Kann ich ja nicht sagen. Wenn du was vergibst, dann sinkt die natürlich, ne? Nee, also meine maximale Domänenschwelle ist gerade gesunken. Die andere hat Zwillinge auf die Welt gebracht, sehr schön. Also du kriegst halt durch Herzog kriegst du plus 2, dann durch irgendeinen anderen Scheiß und Verwaltung. Alle für Verwaltungspunkte kriegst du halt auch immer einen. Ich bist ja irgendwie ein Verwaltungspunkt aus irgendeinem Grund gesunken. Nicht, dass ich wüsste. Oder wenn vielleicht auch eingekerkert worden. Nee. Der Nachbar der Herrscher. Ja doch, ich bin gerade von 21 Verwaltung auf 19 runter. Aber durch was? So, jetzt bin ich auch bei der Domain-Schmelle, so eine Scheiße. Dann geh mal Graz an den Idioten, an irgendjemanden.
Alois. Eben. Komisch. Leere Ratsposten. Zuweisen. Keine Ahnung, wieso das einfach so gesunken ist, aber naja, hat er scheinbar irgendeinen Sinn dahinter. Muss es ja haben. Wahrscheinlich. Noch 33 Gold, dann kann ich endlich den Titel erschaffen. Sehr schick. Meine Güte. Die hat gerade Kinder bekommen, alter Schwede. Hat dann aber auch lange gedauert, ne? Ja, echt, ne? Wie sieht's denn bei dir aus? Bei wem? Im Anime-Land. Achso. Ja, ich schnetzel mir so allmählich das Herzogtum zurecht. Jetzt sieht dein Land ein bisschen aus wie so ein Schuh. Na, Vasall ist. Das ist auch ein Damenschuh. Der ist aber vorne ein Stückchen abgebrochen. Ja. Oder da ist ein Klumpen Scheiß, wo die gerade reintritt, geht auch. Ja, das ist auch möglich. Was versuchst du denn als nächstes da einzunehmen? Das passende Stück, dass der Schuh verschwindet. Nee. Das wird ja keine Empfang oder was? What? Live-Standort. Wieso hat sie denn jetzt den Live-Standort beendet? Das kann ich dir nicht sagen. An die über die 16er heim. Ich fahre über die 16er. Uff. Wir fahren an Oberhausen vorbei. What? Aber nicht das in Nordrhein-Westfalen. Nee. Okay. Wessex ist ein Wichserland. Warum? Was haben sie gemacht? Die haben einfach hier meinen ehemaligen Herzog einvasalliert. Jetzt gehört alles dem. Oh, super. Ich dachte schon, wieso sind die denn so krass stark, ey, dieser kleine Pimmel da, ey, weil er gegen Wessex kämpfen müsste. Belastend, ey. Ich hab die Eigenschaft krank erhalten. Krank im Kopf oder was? Ja, sonst versuch erstmal so kleinere Länder noch drumherum zu machen, weil Wessex ist halt schon ordentlich, ne? Da kommst du leider noch nicht ganz ran, glaube ich. Ja, ich habe einen Plan. Eventuell. Aber wenn du zum Beispiel Ostanglien noch dazu holst, dann hast du ja schon mal wieder ein bisschen mehr und dann gehst du hier. Cornwall oder so noch holen. So alles drumherum. Der muss halt nur sterben, der Kollege, dann ist der nicht mehr so stark. Ja. Das stimmt wohl auch. Aber du kannst es ja beides gleichzeitig machen, sodass du Ostanglien schon mal anfängst zu holen. Und mit Ränkespiel oder so den irgendwie versuchst. Beseitigen. Ja, ich wollte halt erstmal eigentlich, dass Mercy ja komplett ist, ne? Aber ja, das ist jetzt nicht mehr so schnell möglich. Ja, deswegen. Du kannst ja beides gleichzeitig fahren. Ist ja auch möglich. Uff. Ist der schlecht so im Übersinn? Gleich ist die Kultur in in Aachen holländisch. Was? Aachen wird holländisch? Das kann gar nicht sein. Doch, 5% noch. Was? Krass. Stell dir mal vor, das schaffe ich bis unten nach München. Das wäre lustig. Der Schwede. Dann wäre es interessant. Alois hat die Kultur. Ja, wenn ich München auch holländisch machen würde und Augsburg, wäre schon lustig. Alois hat die Kultur gefördert. Ne? Passend. Ja, bin mal gespannt, wie weit dann die Sprache runtergeht. Wie meinst du, die Sprache geht unter? Ja, nicht unter, sondern runter, also wie weit du das wirklich schaffst, quasi. So.
Das war jetzt damit gemeint, Herr, vorne zu Biermännen. Biermännen. Ja, um das Kaiserreich Germanien zu gründen, fehlt mir nicht mehr so viel. Okay. Nur noch zwei Königstitel. Ach, da fehlt mir gar nicht mehr viel. Nö, nö. Noch 113 Grafschaften. What? Und noch ein bisschen Geld. Ich könnte auch einen Religionskrieg um das Herzogtum von so einem Jarl hier machen. Also von den nordischen Spacken. Ne? Ah, du kannst auch das Königreich Germanien gründen. Ja, kann ich, du nicht? Ich kann Bayern gründen. Das Königreich? Königreich von Bayern. Also nicht Königreich, ich Großreiche, Germanien, ne? Ja, okay. Da gehört nämlich Bayern auch dazu. Ja, ich kann das Königreich Bayern schaffen und das andere würde auch gehen, aber mir fehlt halt das gleiche wie bei dir. Ja, aber wahrscheinlich bist du beim Königreich näher dran als beim Großreich. Was ist das für eine Frechheit, ey? Also die Frau von Con hat sich scheiden lassen. Was läuft? Einfach so. Na gut, mit den Segelohren ist das irgendwie verständlich, ne? Nicht mal ein Kind, er legt mich da am Arsch. Dann suchen wir weiter. Dieselbe nochmal heiraten. Wenn einer mit 5000 Truppen gleich bei mir einmarschiert, hab ich ein Problem. Uff. Krieg gegen die Tyrannei von. Oh oh. Sein. Kennungs. Ein. Gegen. Okay. Wird abgesetzt. Ah, okay, wird nur abgesetzt. Mir passiert nicht viel. Pass schon. Ich nehme jetzt erstmal Geld an ein. Ich habe einfach selber wieder geheiratet. Du bleibst bei mir. Ich habe einen bin jetzt guten Gefangenen genommen. Was hast du angenommen? Einen Gefangenen genommen. Oh. Der war gut, 50%. Nein. Also 50% ist schon ganz gut, glaube ich. Für einen Gefangenen. Mein Ratskanzler ist gestorben. Toll. Der hatte 28 Diplomatie. Der Typ. Ist nice. Man verreckt denn ja einfach. Die Sau. Rüber kann weiterbleiben. So ist. Ich habe jetzt einen mit 21 drin. War auch voll okay. Ja, es geht. Ich meine, gut, aber 28 war halt schon nice. Ja. In Diplomatie, sagst du? Mhm. Meiner ist in Diplomatie gerade mal 13. Uff. Na gut, Verwaltung ist halt mit 24 ist jetzt gerade der höchste. Hm. Nimm mir da einfach weg, die Sau. Die Herzogin Richwara von Thüringen greift gerade den König Arnulf an. Arnulf? Sie hat 392 Truppen. Als Angreifer ist ja schon echt. Muss man sich schon mal zweimal überlegen, ob man das wirklich macht. Oder er hat einfach 3393. Der Angriff war, glaube ich, nicht so gut gewählt. Hm?
Ich habe jetzt gleich Geldern angenommen. Ich habe noch einen Gefangenen genommen. Eie, du machst deine ganze Kohle gerade nur durch Gefangene, kann das sein? Ja, aber der ist ein Billow. Der Mentor von Ruffy ist verstorben. Egal. Den verkaufen wir. What? Mein Mentor ist verreckt. Froh, wenn ich gleich Geld an habe. Dann nehme ich noch mal ein kleines bisschen mehr Geld ein. Und dann habe ich jetzt gleich auch die 250 endlich zusammen. Sehr schick. Ja, finde ich auch. Läuft da richtig bei dir? Nach anfänglichen... Ja, es dauert halt einfach länger, ne? Ja. Man kann Anspruch. Ich bin ja jetzt echt am überlegen, ob ich jetzt einfach mal Salzburg angreife. Mir Salzburg einverleibe. Ich meine, er hat keine Unterstützung. Gar nichts. Keinen Verbündeten. Und er ist feige. Ich habe immerhin 217 Gold dafür bezahlt, dass ich den Anspruch auf Salzburg bekomme. Ja, dann solltest du da vielleicht auch was mitmachen. Weil ich den ja sowieso eigentlich auch brauche. Damit ich das Königreich Bayern gründen kann. Zwei Jahre Waffenstillstand. Was? Zwei Jahre Waffenstillstand? Ja, mit den scheiß Holländern. Ja. Läuft er. Sagte der Holländer zu den scheiß Holländern. Ja. Du beleidigst dein eigenes Volk? Ja, Volk vor allem. Volk? Ja. Ja. Kannst du es noch wagen? Kannst du es noch wagen? Lach. Fuchs. Habe ich jetzt gar weniger Truppen. So. Wieso mal ganz kurz. Mal ganz kurz Folien vors Fenster machen. Moment. Mach das. Verlauf dich nicht. Meine gültigen. Ihr müsst ein Königreich oder ein Großreich halten, damit ich Titel eingliedern kann. So. Wo sagen nur Leute, die nicht weiter wissen? Ja. Ich bin auch nicht ganz zufrieden mit dem, was ich hier tue. Warum nicht? Ja, weil ich mir hier mehr erhofft habe von meinen Komplotten. Achso. Was komplottierst du denn? Was sag ich dir nicht? Wirst du gleich merken, gegen mich vielleicht. Wahrscheinlich, wa? Du Sack. Wenn du gleich die Meldung kriegst, euer Herrscher ist gestorben, dann weißt du Bescheid. Ich bin so eben ganz kurz auf Toilette. Bin gleich Lauf. Wieder da. Mach mal eben auf 1. Jo, bis sofort. Jo. Bis sofort. Eieiei. Bin ich einfach nicht nett von dir. Ich weiß jetzt nicht, ob ich habe jetzt halt 6 von 6 Domänen. Soll ich jetzt den Angriff auf Salzburg wagen oder nicht? Was hast du? Ich meine Domänenschwelle, also ich habe jetzt halt schon 6 von 6 Domänen. Ich könnte mir halt den
Ich könnte mir halt den Titel von Salzburg halt holen. Also sprich einfach Salzburg komplett einverleiben. Weiß nicht, ob ich das machen soll. Wenn du das schaffst, warum nicht? Naja, er hat 1415 Truppen und hat aber auch keine Verbündeten. Und ich habe 2145. Gerade im Moment. Ich schätze eher, dass der Bürgermeister von der Grafschaft Lienz gestorben ist, beziehungsweise mein Vasall. Da bin ich wieder. Guten Tag. Moin. Moin. Servus. Indianer! Servus. Ja, leck mich doch am Arsch. Ja, wie denn? Das ist halt so ein guter Klassiker, ey. Ja. Alter, wie viele Überfälle finden denn gerade statt? Also wenn du Holland einnehmen willst, ist jetzt die Chance, weil ich führe gerade Krieg gegen einen, der mit Holland verbündet ist, und Holland geht da mit rein. Oh, lol. Bündnisvorschlag. Wir wollen hier ein Bündnis machen. Jetzt nicht mit Holland oder so. Dann, Luxemburg. Die waren doch eben auch im Krieg mit, also zusammen mit Holland gegen uns. Ja, das weiß ich, glaube ich. Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, die sind aber nicht so in dieser Verknüpfung drin. Nee, aber der hat auch nicht so viele Truppen, also es wird nicht, jetzt nicht so extrem viel weiter. Du führst gegen Holland Krieg, sagst du? Nein, nicht gegen Holland, sondern gegen einen, der mit Holland verbündet ist. Und Holland ist mitten in den Krieg gezogen jetzt. So, dieses Ostanglien. Genau. Warum verpisst er sich jetzt? Ah, schaffst du es noch 19 Monate, das hinzuhalten? Wie? Ich habe immer noch Waffenstillstand. Ach so. Ja, weiß ich nicht, dauert ein bisschen, ne? Ja, je nachdem, ne? Bis zum 24. September 900. Weiß nicht, was ich tun soll, ey. Nimmst du dann komplett dieses Kleinkönigreich Ostanglien ein, oder was? Nur den kleinen linken Bereich da. Wo ist denn hier Ostanglien? Ach. Cambridge. Sheer, oder wie das heißt. Weil wenn du nichts zu tun hast, kannst du ja als Verbündeter mitmachen und Holland annehmen. Erinnert sich da durch der Waffenstillstand? Nee, ne? Ich denke nicht. Da lad mich ein. Franziskaner, ne? Ja. Franziskaner, Mönche. Franziskaner. Rüber zu dir soll ich nicht kommen, ich soll Holland einnehmen, ja? Ja, mach mal. Mit ja, mach mal, war jetzt bei Holland einnehmen oder ja, mach ja, mal ja. Rüber? Ja, mach mal ruhig Holland. Okay. Ich stelle eine Oder-Frage und kommt ja, mach mal. Mach mal irgendwas, alles gut. Das ist der Klassiker schlechthin, oder nicht? Ja, ich finde sowas immer total anstrengend. Sie warm oder kalt? Ja. Okay, danke für die Info. Danke für nichts. Danke. Ja. Danke für nichts.
Ja, gute Idee mit dem Splitten und sich verteidigen und weiter einnehmen. Ja, das Problem ist halt nur, ich habe diesen Typen erstmal ein Auge behalten, der da rumgeschippert ist da oben, der 712er. Der hätte jederzeit quasi auf den 300er jetzt draufgehen können. Ja, das stimmt. Da hatte ich ein bisschen Schiss vor, aber jetzt ist der auch da oben, von daher, let's go, ey. Ja. Also ich glaube, wenn du die Hauptstadt da eingenommen hast und ich Holland eingenommen habe, dann hast du schon echt viele Prozente. Ja. Dann sieht es interessant aus, oder was? Also, dass er gewinnt, auf jeden Fall. Das sollte eigentlich kein Problem werden. Vielleicht ist es gleich sogar jetzt schon vorbei, wenn ich die Hauptstadt hier zu den Typen da gefangen genommen habe. Stimmt, der Fürstbischof ist... Ja, das könnte natürlich auch sein. Eige, deswegen haut er ab. Scheiße. Magst du einmal kurz auf 1 stellen? Ich bin gleich wieder ja. Da. Ja. Speichern. Hauen Sie rein. Verlaufen Sie sich nicht. Auf die Glocke! Meint nicht. Mal ein paar Prozente farmen hier. Prozente farmen. Prozente, Prozente, Prozente. Gewinne, 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 Gewinne! Kommen Sie ran, kriegen Sie einen aufs Maul. du hast schon 7 Leute verloren bei deinem Balagro. Nein! Tschüss! Moin! Servus! Servus! Soll ich wieder auf 2 machen? Ja, kannst du. Gut. Na gut, 20 Minuten sind dann auch meine Eltern da. Gucken, vielleicht habe ich bis dahin Salzburg eingenommen. Yay, 22%! 61%. Hey, der ist ja ganz schön gesprungen. Ja, warte. Nicht mehr lang. Dann bin ich fertig. Fünf. Vier. Drei. Eins. Yay. Das hat gar nichts gebracht, oder was? Minus 3%, bei mir greift doch keiner an. Wir sollten das nichts gebracht? Keine Ahnung. Ich verliere den Krieg, obwohl ich nicht mehr weiß, wieso. Ich hab's jetzt. Bei mir steht auch nur Nordvolk eingenommen, sonst nix. Steht bei mir auch. Soll ich dann rüber zu dir kommen? Na, lohnt sich eigentlich auch nicht mehr. Machen wir ruhig weiter. Kann es sein, dass wenn die Verbündeten eine Schlacht verlieren, dass es dann mit in die Kriegspunkte mit reinzählt? Ja, ne? Wenn die Verbündeten eine Schlacht verlieren, ja. Das geht auch dann ins Schlechte für dich. Also wenn ich sie in den Krieg gerufen habe, ja, dann ist es klar. Wenn die missbauen, ist das halt... Pech. Ah, super. Jod. Müssen wir dann seine Hauptarmee, glaube ich, gleich mal anmachen. Der ist jetzt 1010 und geht auf seine Belagerung, glaube ich. Mois. Ja, auch gesehen, dass der aufgepimpt hat, scheiße. Aber ich müsste ja echt rechtzeitig noch ankommen, hoffe ich. Ja, ich denke auch. Zumindest ja, hoffe ich vor Schlachtende.
Schneller, Leute! Ach, Schwiegertochter gefangen gemacht. Sehr schön. Ist den anderen auch noch? Wird nicht annehmen. Wieso nehmen geht die doch bei dem Lösegeld an? Lösegeld fordern. Weil die kein Geld für dich haben. Oder so. Doch nur Lösegeld haben. Ah ja. Wirf das jetzt zum Fall. Wird überfallen. Wie geht's ein Teil meiner Truppen dahin? Na gut, mach den mal fertig, ey. Ja, man, diese blöden Leute, die Leute überfallen müssen. Immer diese Leute. 85%. Ich dachte, wenn ich Holland einnehme, dann kriegst du voll den Prozenteschub, aber was du meinst. Holland ist einfach nichts wert. So. Anders kann man es nicht erklären. Oder das ist nichts wert. Das ist ja schön. So. Zack. Glückwunsch. Du was? Er hat den Krieg gewonnen. Oh, sehr schick. Ich habe Salzburg fast angenommen. Mir fehlt eigentlich nur noch eine Grafschaft, dann könnte ich Salzburg komplett einnehmen. Super. Hab auch noch genau genügend Prestige dafür. Da muss ich nur gucken, dass ich das wahrscheinlich irgendwie verteilen muss auf Vasallen, weil sonst habe ich ein Problem. Wer ist Naron Blauenheim? Oh, das Gute ist, in 3 Monaten ist der Waffenstillstand vorbei. Die Zeit geht jetzt schneller um. Uff. Bei mir ist wieder jemand verreckt. Leibach, da ist Leibach. Nebenan. Bitte. Da will ich nicht. Hardnight! Schrei mal nicht so. Entschuldigung. Hardnight. Was? Fortnite? Hardnight. Live-Standort. Wird's hart in der Nacht. Ostenham. Ey, die sind ja schon wirklich. Oh, die sind doch fast da. Wirklich noch 15 Minuten. Uiuiui. Hab ich bis dahin Salzburg eingenommen? Ich glaube nicht. Das wollte ich nicht. Achso, ich dachte schon, wie ist das denn jetzt passiert, ey? Meine Tochter hat ein Kind bekommen ohne Ehemann. Aber ja, die ist unzüchtig. Ach, die ist unzüchtig? Ja, ich als ein Bastardkind. Ja. Das gibt kein gutes Bild. Das ist ja gar kein gutes Bild. Ja, passt schon. Ist doch verbündete Armee. Wie
wieso habe ich jetzt 539 Gold? Hä? Wie kam denn das zustande? Weiß ich nicht. Indem du nichts ausgibst? Kein Plan. Oder ein paar Städte geplündert. Plünderst du? Ne, ich übernehme gerade Salzburg. Ja, aber es ist ja nicht gleich plündern. Mir gehört Salzburg. Uff. Also, sagen wir so, mir gehört der Titel von Salzburg. Herzogtum Salzburg. Ach, schön. Junge. Mal kurz schauen, dass ich mal die... Belgier gleich verheiratet, nicht verheiratet, zu jung. Moment mal. Ist er gestorben? Nee. Wer? Oder? Was ist passiert? Kleinkönig? Nee. Nee, hab ich schon verguckt, alles gut. Also, eher nicht gut, also. alles wie gehabt, vergiss es. Okay. Sah halt nur kurz anders aus, als ich gedacht habe. Halt. Boah, der Ränke ist 24. Bischof von... So, und was kann ich denn mit dem machen? Alter, der Fürstbischof hat Bildung 34, aber ich kann meinen Bischof nicht ersetzen. Ihren 30 in Bildung ist schon echt krass. Aber ich kann meinen halt nicht ersetzen. Jo. Ja. kann ich meinen leider auch nicht. Und der hat leider... Ja, du hast ihn halt mal schnell töten lassen. Ja, Gott sei Dank, das hat geklappt, ey. Also 14 ist halt 1000-mal besser als 3. 3. 3 war schon echt kritisch, ey. Mhm. So. Wenn sich das mal wieder aktualisieren, ja. Ich glaube nicht, dass ihr neben der Bundesstraße fahrt, das wage ich zu bezweifeln. Das glaube ich nicht. Dann ist der Standort wieder super. Die gehen halt einfach landeinwärts, ist doch. Dann kannst du doch ganz normal. In gut 10 Minuten sind sie aber auch da. Ey, hab ich gerade Kohle, ey. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Außer irgendwelche Gebäude bauen. Achso, aber um Mordkomplott zu starten, das braucht wahrscheinlich ein bisschen länger, ne? Und braucht ein bisschen mehr. Das ist nicht innerhalb von 2 Sekunden fertig, ja. Ah. Ich muss meins, glaube ich, abbrechen. Das haut nicht hin. Ich glaube, der stirbt eher natürlich, bevor ich den abgemurkst kriege. Da bräuchte ich wahrscheinlich auch ein besseres Ränkespiel, weil ich gerade nur 10 habe. Entweder brauchst du viel Geld, viele Druckmittel oder viel Ränkespiel, ja. Okay, am besten alles. Kohle ist, ich habe jetzt 609 Gold. Weil, du musst halt gucken, ne, das ist also von den Höflingen, von dem Typen abhängig, ne, wenn die dich zum Beispiel mögen, hast du bessere Chancen, die halt zu bestechen und so eine Scheiße. Ja, ich muss halt den Bischof erst, also den jetzigen Bischof halt ersetzen, möchte ich gerne durch den anderen, weil 34 Bildung ist halt schon, ja. Ja, das ist Zufall, ne, der kommt nicht automatisch dann da rein, wenn der eine stirbt. Ach so, okay. Ja, kriegst du zufällig einen anderen. Okay, na gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Verdammt. Prestige. Hervorgetan. Aufopferungsvoll. Aha. So, Dynastie war ja irgendwas. Dann.
Warum ist meine Tochter blind? Was ist passiert? Blind vor Liebe oder was? Nö, ich hab jetzt hier drin so abwesende Höflinge. Ist einfach hier meine Tochter, die einfach blind ist. Krass. Egal. Egal, Karl. Ob Haifisch oder Aal, sind alles Tiger. So sieht's aus. Lass deine Ritter wieder aufpimpen, ey. Mach das. Holland ist bald meins. Holland? Ja. Magst du vielleicht einmal kurz auf Pause drücken? Nicht Pause, nur auf 1, sorry. Ja. Was haben wir denn hier? Gegen Jarl Hemming Hrøskson von Holland. Auf Grafschaft von Holland. Oh. Und dann kannst du seinen Herzogtitel quasi gegen Geld übernehmen oder was? Oder was ist danach der Plan? Mein Plan ist eigentlich, alles einzunehmen, damit ich den Königstitel Friesland nehmen könnte. Lothringen ist zu groß, kriege ich nicht mehr hin. Aber Friesland könnte vielleicht noch klappen. Ach, Friesland ist auch noch, also da hast du nicht sehr viel von. Wie meinst du? Ich hätte, glaube ich, den Weg genommen über Lothringen. Dass du irgendwie, bist du Herzog von dem Ding hier? Von Jülich da, ja. Ja, dann kannst du nicht dem König da anbieten, Vasall zu werden? Müsste doch eigentlich gehen, ne? Reue schwören, meinst du? Ja. Aber dann wärst du quasi Vasall von ihm, dann hättest du sogar die Chance auf das ganze Königreich. Aber ist halt, ne? Oh. Dann bist du halt erstmal wieder Vasall. Ja, aber könnte ich ja nach dem Krieg ja trotzdem noch machen. Ja. Und mal kurz gucken, ob ich bei mir alle Türen zu hab. Mal gucken, was steht denn hier? Königreich von Italien? Von... Sieht gut aus. Ach, der hat Ansprüche, warte mal. Lothringen. Ja, Längen und ihre Dörfer. Ah, ne, wird vererbt, okay. Ja, okay, an Lothringen ist dann doch nicht so einfach ranzukommen. Ja, wäre es jetzt eine Wahl gewesen, hätte sie da bessere Chancen gehabt. Das stimmt. Aber man weiß ja nie. Das kann sich ja noch ändern. Mit der Zeit. Aber da kann ich halt auch die umkreisenden Vasallen alle einnehmen. Stimmt, das war noch ein Vorteil, ja. Dann kann ich halt doch Köln mal einnehmen. Ja, vielleicht schon, ja. Köln gibt halt ordentlich Kohle, ne? Stell dir mal vor, ey, normalerweise spiele ich auch immer in der Region Köln da unten, dann wärst du jetzt halt neben mir gewesen. Ja. Mein Plan war eigentlich so, dann Holland einzunehmen und dann Richtung England zu gehen. Das war eigentlich mein Ursprungsplan. Aber da du in England gestartet hast, dachte ich mir, okay, dann ändere ich das halt. Kannst ja versuchen. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Nee, lass mal, du. Alter, hast du viel Prestige, ey. Wer? Chris? Ja. Was hat er denn? 1932. Ja, das macht ja gar nichts damit, oder was? Und Gold hat er auch gerade ganz schön viel. 513. Aber er macht auch plus 11, der Herr. Ja. Oh. Ist gar nicht so verkehrt. Mhm. So, meine Eltern sind jetzt auch gleich zu Hause. Ja, dann sagst du halt, geht nochmal spazieren eine Stunde. Mit der Katze. Ja, Lana, alleine. Ist doch egal. Ihr habt keine Leine? Habt ihr die mitgenommen? Ich weiß gar nicht. Also theoretisch ist wirklich eine Katzenleine da. Alter, hier oben links in diesem Shrewsbury-Ding gibt es ein Sondergebäude. Das ist Offa's Dyke. Das ist so eine Palisade einfach nur. Die bringt einfach nur Verteidiger Vorteil plus 2. Das ist alles. Krasses Sondergebäude. Ist nicht so geil, aber auch nicht scheiße. Also, ja, denkst du, oh, krass, Sondergebäude. Ja, super. Der Herzogtum von Istrien gehört zu Bayern mit dazu?
Das stimmt wohl. Aber du hast auch irgendwo Cambridge, ne? Wo du dann so eine Schule oder so machen konntest, oder nicht? Cambridge? Ich weiß das nicht mehr so genau. What the fuck, wo ist Cambridge nochmal? Oder war das Oxford? Weil irgendwo, meine ich, hast du ein relativ gutes Sondergebäude. Bin mir aber gerade nicht mehr genau hundertprozentig sicher, wo. Achso, das ist der. Ah, okay. Ich weiß nur, in Kent oder so gibt es die Kathedrale irgendwann oder so? Oder wie so oder ja, kann auch das sein. Ich weiß gar nicht mehr wo, ey. Das wäre in Kent gewesen. Ah, ja, bei der Kirche. Ja, genau, klar. Kathedrale von Canterbury, ja, das. Aber das ist halt ganz unten rechts von England. Da gönnt sich Wessex gerade ordentlich. Ja. Aber das Problem, Wessex wird sich einfach von selbst auflösen demnächst. Wenn der Typ hier abkratzt, dann natürlich im Tod, dann fällt er wenigstens ein Herzogtum und dann müsste er passen. Augenblick. War da was? Ein Augenblick. Ich bin wieder da. Hallo. Hallo. Grüß Gott. Grüß Gott. Meine Eltern bringen jetzt noch ein halbes Hähnchen mit. Also ja, brauchen wir noch mal eine Stunde länger. Nee. Thomas ist gestorben. Wer ist Thomas? Ahnung, irgendein unwichtiger Partei wahrscheinlich. Kennst du Thomas? Ja. Also ich kannte Thomas! Thomas die Lokomotive. Ja. Bayern ist ganz schön klein geworden, irgendwie. Die Lokomotive ist klein geworden? Nein, Bayern. Achso. Bayern hat irgendwie wenig, ganz schön viel Ding verloren. Wie heißt dein Reich eigentlich, Alex? Kärnten. Was? Kärnten. Ja, sehe ich auf der Karte nicht. Du bist irgendwo noch in dem Ostfrankenreich wahrscheinlich, ne? So ein kleiner Bimbo von denen. Also nordwestlich von Italien eigentlich. Guck mal hier, wir sind alle selbstständig und du bist immer noch so ein Arschkriecher. Ja. Ich muss erst irgendwie schauen, dass ich selbstständig werden kann. Ja, ob du das willst, die andere Sache. Weil dann bist du einfach nur ein Snack für alle. Ja. Obwohl, er ist relativ groß, ne? Er ist größer als ich. Viel größer. Immerhin. Und wenn er noch vernünftig seine Sachen alle ausbauen würde, dann hätte er auch wahrscheinlich ein viel größeres Aufgebot. Ja. Weil okay. Kohle hat er ja mehr als genug, um ein paar Sachen zu bauen. Vermutlich. Ja. Na gut, so viel Kohle habe ich jetzt aber auch nicht davon abgesehen. Aber das ist vorhin 700, als ich geguckt habe. Kann gar nicht sein. Und ich habe gerade mal 156, also du hast ordentlich Kohle im Gegensatz zu mir. Kann gar nicht sein. Und so viel habe ich hier noch nicht ausgebaut. Leider. Ich habe auch fast keine Kohle mehr. Ist jetzt ganz viel ausgebaut, ja? Vielleicht. Bauen, bauen, bauen. Bauen, bauen, bauen? Ich pack das nackte Grauen. Nie, du bist nackt. Mich packt das nackte Grauen. Ich habe nicht gesagt, dass ich nackt bin. Hören Sie doch mal zu, Herr Bierman. Du bist doch nur neidisch, weil du nicht nackt sein kannst. Voll geil, das Kind von Conan heißt einfach wieder Kokoromori. Ah, lol. Ohne meine Einwirkung. Das ist nice.
Und irgendwann, wenn du ausgestorben bist und dich niemand mehr vermisst. Belastend. Channel FSA wurde von Marder Enterprise gelöscht. Ist hier aber los. Hier werden Sachen gelöscht. Ja. Soll er mal machen. Aha. Zwei Prozent noch. Dann habe ich endlich einen Krieg gewonnen. Sehr schön. Jo, von mir auch. Ja, ja. Eure Bekanntschaft. Wer war denn das? Ach, ist mein Charakter verstorben? Okay. Denkt sich immer so, oh, wer ist gestorben? Kenn ich nicht. Ja, also mein Kerker verreckt. Naja. Lösegeld wird nicht annehmen. Oh, da kann man Lösegeld fordern. Verlässt den Kerker. Wow, kriegt immer gar nichts. Auflösung erzwingen. Ja. Warum haben wir alle kein Geld? Obwohl, hä? Na egal. Der will kein Lösegeld von mir, dann bleibt er im Knast. Also er will keins von dir oder er zahlt dir keins? Der will, er zahlt noch keins. Oh, ich bin gerade drei Sachen aufgeploppt, ein bisschen langsamer machen. Ne? Verlässt den Kerker, wow, verlässt den Kerker ist auch langweilig. Kind, noch ein Kind, Alter, was ist los mit dir? Kein Mann und schon ein Kind, ey. Ein zweites Kind vor allen Dingen. Noch ein Bastard. Er ist nur Bastard, er ist Nachfolger. Oder? Ich hab was für dich, Alex, zum Verheiraten. Es ist wahrscheinlich schon zu spät. deine untreue Tochter oder was? Was meinst du jetzt? Naja, kannst ja, ne? Alter, ist ja ganz schön alt geworden. Sieht er immer mehr aus wie Kokoromori? Wer sieht aus wie Kokoromori? Dein Typ da halt, dein Kleinkönig. Das ist ja auch Kokoromori. Jetzt sieht er immer noch mehr aus als am Anfang, meinte ich da jetzt mit du, kleiner Otto. 26. Ja. Der nächste, der heiraten könnte bei mir, ist im Moment 10. Oder kann ich die anderen Kinder von. Wer hat der? Adelhard. Was? Adelhard? Adelhard. Adel sie hart. Ich weiß gar nicht mehr. Ey, ich wollte nichts mehr machen. Oh. Auch Helden, ey. Aber gut. So. Befehlshaber ist der Feind selber direkt. Also wenn ich der Truppe hinterher. Ja, dann immer drauf. Immer mitten in die Fresse rein.
Jetzt ist schon mal nicht mehr gegen mich. So. Jetzt ist bestimmt gleich entweder klingeln oder was weiß ich. Live-Standort ist relativ lustig. Die Truppen haben sich irgendwie aufgelöst. Ich finde die nicht mehr. einfach mitten auf der Karte. Puff! Ja, so ungefähr. Egal, dann nehme ich halt Arnheim ein. Tun Sie dies. Jetzt sind Sie zu Hause. Ach. Oh. Ach, die Verbündeten können eh nichts. Es ist der nächste schon wieder bei mir gestorben. Voll weit weg. Warum eigentlich? Wer war das? Euer bester Freund Karlmann. Warum war er denn mein bester Freund? Ach, das war meine rechte Hand, war die schon so alt mittlerweile. Oha. Was nimmst du denn eigentlich als nächstes ein, Alex? Das weiß ich noch nicht. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich Bayern einnehme. Aber erstmal hole ich mir Pula. Okay. Und erstmal muss ich schauen, dass ich Anspannung runterbringe. Das ist ja nicht schwierig. 98 von 300. Ja, dann machst du keine Jagd mehr veranstalten. So. Ein Festmahl? Gar nicht noch. Ja, dann mach doch Festmahl. Aber nicht so viel. Ja, besser als gar nichts. Keine Ahnung, ich bin jetzt am Überlegen, ob ich versuche, mir Bayern einzuverleiben und dann das Königreich Bayern zu gründen. Da fehlen aber noch ein paar Sachen darunter. Das Königreich Bayern zu nehmen? Mhm. Ja, Österreich. Österreich würde da noch fehlen. Beispiel. Österreich. Ja. Unten halt Pula, wie gesagt. Das gehört aber zu Italien. Ich hoffe. Nein. Das geht eigentlich. Aber der 2700 Militärstärke, dann, wenn er seine Verbündeten mit reinruft, das ist ein bisschen heavy. Krieg ich nicht. Ja, deswegen solltest du ja auch gut ausbauen. Ja. Weil dann würdest du halt locker schaffen, weil Platz genug hast du ja eigentlich. Ja. Also, du hast halt schon echt viele Grafschaften. 8 Stück, glaube ich, hast du, ne? Ich kann 8 Stück haben. Okay. Ich habe halt 2 Grafschaften weitergegeben, weil ich die Domänenschwelle da nicht hatte. Deswegen musste ich 2 Grafschaften abgeben oder 3 sogar. Ja. Aber du bist ja trotzdem der Herzog dann davon noch. Hitler hat eine Schlampe. So, ich würde es wahrscheinlich gleich mal kurz hochgucken. Mal ganz abwarten und schaue ich einmal kurz hoch und dann mal gucken. Okay. Ja, nicht mal irgendeine Baronie gründen oder sowas, keine Ahnung, das kratzt mich auch so ein bisschen an. Konnte ich auch noch nie. Ich bin gleich wieder da. Okay. Bis gleich. Also ganz arg lang kann ich wahrscheinlich eh nicht mehr, also. Ja, Viertel nach 6, 20 nach 6 ist so das Späteste.
Ja, ist ja noch ein bisschen. Ja. Was machst du denn noch? Der Training halt. Ja, stimmt. Ach, kannst du ausfallen lassen. Nimmst du eh nicht ab. Nee. Kann ich nicht ausfallen lassen. Bis gleich. Könntest du schon. Ja, können schon. Was heißt können? Ich will halt irgendwie ein bisschen Sport machen. Muss sein, ja. So. Maussport, E-Sport, noch nie was von gehört. Das zählt gerade leider nicht. Das bringt den Bauch nicht weniger, das macht den Bauch nicht weniger. Ja, natürlich. Nee, nicht wirklich. Sicher bei Chris und bei dir. Du hast halt nichts essen und nichts trinken. Ach so. Wir sind halt schwach. Wir sind halt nicht auf Training. Ah, okay. Aber guck dir die E-Sportler doch alle an. Die haben ja, wenn ja dir hier die richtigen Champions da aus irgendwelchen Ländern. Ich habe noch nie einen Dicken dazwischen gesehen. Die sind alle, weißt du warum? Weil die so nebenbei noch ganz viel Sport betreiben. Ja, haben die bestimmt Zeit für. Gelogen. Haben die gar keine Zeit für. So, bis in 2-3 Minuten bin ich wieder da. Oder bis in einer Minute, je nachdem. Bis gleich. Bis gleich. Viel Glück. So, wie geht's denn, Colin? Schön. Was ist denn jetzt eigentlich dein Plan da oben? Warten, bis der König von Wessex stirbt. Willst du nicht irgendwie anfangen, links, rechts herum noch was einzunehmen? Ja, bin ich ja schon längst bei. Was nimmst du also jetzt das, als nächstes das, ein? Das, also ich habe jetzt gerade zuletzt hier unten immer so eine kleine Grafschaft eingenommen. Also so. Ich muss ja immer auch, jetzt rechts muss ich halt warten wegen Waffenstillstand, da geht halt momentan nicht viel. Ja, das ist aus Dangien, meinst du jetzt, ne? Genau. Ja. Und nach links, der ist halt leider verbündet, ein bisschen zu stark, und obwohl der ist jetzt gerade ein Krieg. Das könnte man halt ausnutzen. Ja, aber nach links gibt's ja noch mehrere, gibt's ja nicht nur einen. Ja, da müsste ich aber dann erst fingieren halt, ne? Und da bin ich halt momentan immer noch bei mit der rechten Seite, mit fingieren. Ja, ist halt schwierig immer alles zu fingieren, ne? Ja, ist alles noch. So lange. Eben, ist ja nicht schlimm. Das mache ich, glaube ich, aber jetzt habe ich sowieso abgelenkt, jetzt kann ich da einmal schön reinlunzen, ne? Meinst du, der von Wessex lebt noch lange? Tja, der ist halt erst 54, ne? Gesundheit ist wohl schlecht, weil er krank ist, also keine Ahnung. Ich würde noch 60 oder so, vielleicht sogar noch ein bisschen älter mal Pech haben. Wie geht's denn, Kokoro? Gut. Bist du dir sicher, dass es ihm gut geht? Ja. Hoffe ich. Was machst du gerade zur Eike? Bist du irgendwo am Krieg machen? Beim Krieg oder so? Ja, ich habe Arnheim gerade eingenommen. Herzog Franziskan. Okay, du bist halt in keinem Krieg drin gerade. Ich habe den gerade eben beendet. Nein. Kann ich hier machen? Warte mal. Herzogtum Geldern schaffen. Und Holland könnte ich übernehmen. Auch Kohle. 250 je. Das heißt insgesamt 500. Willst du mit Krieg führen? Halt. Ja, warum nicht? Okay, dann mach ich jetzt hier Krieg, dann lade ich dich ein, weil das ist ja quasi links von meinem Reich, das Ding. Nehme ich, will ich ein, dieses Panel-Linde, wie das da heißt. Der ist nämlich gerade auch im Krieg, die hatten insgesamt 3000 Truppen mit Verbündeten. Das könnte ich auch alleine packen, aber es ist entspannter, wenn einer hilft. Ja. Klar, kann ich machen. Also mittlerweile kriege ich sogar 7,2 Gold monatlich. Das ist nicht schlecht. Ne, aber wenn ich die ganze Zeit im Krieg bin, geht's nicht. Ja, das stimmt. Da hast du immer die ausgehobenen Truppen, ne? Ja. Ist so ein bisschen nervig. Ja. Alles gut, alles gut. Was der Kater, muss der Kogoro helfen. Also, was der Kater als erstes gemacht hat, als er aus der Transporttasche kam? Aufs Klo gemiaut. Nein, der erst miaut. Nee, der ist aufs Klo und hat gekackt und hat dann miaut. Der wird bestimmt vorher einmal kurz irgendwie miaut haben. Ja, der hat auf der Autofahrt kurz gemault angeblich. Siehste? Aber ansonsten, ich sagte ja auch das erste, als er aus der Transportbox raus war.
Hast du nicht vergessen? Hat er auch schon kurz miaut, sich umgeguckt so, und dann ist er erst gut kacken gegangen. Ah, das ist ja freilich schon direkt ins Katzenklo gegangen ist, ohne dass man das mir sagen musste. Ui, ui. Ja, ist doch gut. Ah, voll niedlich. Wenigstens keine Scheiße in der Ecke. Ja, das spricht jemand aus Erfahrung, wa? Ja. Ja. Dieses bedrückende Ja. Ja, ist halt so. Ah. Ich hab nur noch vier, ich hab minus 34 Gold. Hat jemand Gold für mich? Nicht wirklich. Ich hab grad mal 87, 88. Was? Ist auch nicht gerade so viel mehr, ne? Nee. Für die andere Session. Ich hätte jetzt einen Anspruch da unten drauf, aber... Trient. Trient ist nicht groß, Alter. Das hat sich ein bisschen geändert, nicht schlecht. Voll überlaufen jetzt, Pooler. Ha! Hier, Opfer. Ich glaube, die Tür sitzt offen. Um Esszimmer, wo er drin sitzt. Der Kater. Okay. Das wird lustig, wenn er das Haus erkundet. Uff. Er hat, glaube ich, über 140 Quadratmeter zum Erkunden. Also an meine Verbündeten. Wenn du willst, kannst du in Derby ein bisschen Ackermatch machen. Ja, ich bin auf dem Weg gerade erstmal zu dir. Ja. Und dann kannst du da bei Anime-Land da stranden und dann halt... Das war mein Plan, ja. Solltest du, glaube ich, schaffen, bis der da durch ist. Ja. Kann den Herzog-Titel von Krein schaffen. Alex, der fängt bestimmt die ersten 10 Quadratmeter an zu erkunden und vergisst dann schon wieder die Hälfte. Es ist nicht Spike, das hast du nicht vergessen, ne? Das nicht, aber als Katze 140 Quadratmeter zu lernen, ist nicht so einfach. Vielleicht ja als Mensch ja noch nicht einmal. Ich entdecke immer wieder was Neues. Immer wieder was Neues. Ja, du bestimmt auch. Stimmt. Siehst du? Oh, hier ist eine Treppe. Bam! Oh, wo kommt die Treppe her? Ah, egal, schlafen. Aber fast wird darauf jetzt hinauslaufen, ey. Also eine Katze mit 140 Quadratmeter ist eigentlich schon ganz ordentlich hier Auslauf. Ja, okay, 140 vielleicht nicht ganz. Ich meine, der Keller hat eine Grundfläche von 9x10 Meter und die anderen beiden Stockwerke von 9x7 Meter. Aber jetzt die Heizung Vorratsraum mit Absicht, okay, vielleicht hat er 120 Quadratmeter zum Erkunden. Ja, wobei, das ist ja schon erster und zweiter Stock, Erstgeschoss und erster Stock zusammen. Ja, ist doch alles gut. Ja, das ist wahrscheinlich wirklich 140 Quadratmeter, die er so erkunden kann. Da kann er sich auf jeden Fall austoben. Ja. Dank Pelten. Alter, diese Belagerung ist so langsam, ey. Ja. Ich wollte gerade sagen, mich greift jemand an, aber das täuscht. Also von der Reichgröße her ist, glaube ich, mein Land mehr so viel unterschiedlich zu das zum Anime-Land. Oh. Erstmal 45% Krieg schon gewonnen durch die eine Schlacht bei dir. Oh, krass. Nice. Hinterher, Bruder. Ich hab auch einige verwundet im Krieg jetzt. Ja, passiert. Ja. Bex hat auf ordentlich draufgehauen. Wer hat draufgehauen? Bex. Ist ein Ritter von dir oder was? Oder dein Sohn oder was? Mein Sohn, ja. Du lässt deinen Sohn als Ritter kämpfen, das ist auch mutig, ey. Oh, das ist eine gute, das ist eine gute Idee. Sollte meine Söhne vielleicht auch mal kurz rausnehmen. Du gehst mit rein, ne? Ja, ich folge dir. Naja, weil der greife ich jetzt an, deswegen sage ich nur, das könnte knapp werden. Und dann bin ich dabei. Oh, das wird sogar nicht nur knapp, das ist sogar richtig scheiße im Moment.
Ja, ich bin ja sofort da. Ja, ja, ist trotzdem, die verlieren ja bis dahin ein bisschen. Aber es können sie alle rübergehen. Let's go, Bruder. Alle drauf! Alter, was spielt denn hier meine Grenzen gerade ab? Alle rein in den Moshpit. Bam! Oh. It's a final countdown. Wieso hat man eigentlich jemand Ohrwurm direkt danach? Das weiß ich auch nicht. Kommen noch mehr Leute, die wollen auch Ackermatch hier. Oh, die gehen vorbei. Oh, nee, ich geh aus drum. Chris muss doch eigentlich die mittlerweile. Die sind doch gar nicht verfeindet, ist doch freundlich. Chris muss doch mittlerweile 5000 Truppen haben, oder? Nee, nicht ganz. Nicht ganz. Aber fast. Ein Tag noch. Dann. Glückwunsch. Krieg ich für den Erlösegeld? Nee. Oder? Ja, du hast die Geisel gefangen genommen, okay. Ich einen kompletten Ohr auf Österreich schaffen? Schon sagen, ja, ist Kogoror gestorben? Ne, wieso? Bündnis mit Kaito Kid Kogoror Mori Anime geschmiedet, da er nun Herrscher ist. Ach so, ich hab dir Kaito Kid eine Grafschaft gegeben. Ah. Hast du bist quasi auch mit seiner mit diesem kleinen Ding da verbündet, aber mit mir müsste er auch noch verbündet sein, oder? Ja. Ich glaub. Ja, das ist immer noch so. Das ist nur zusätzlich nochmal mit der einen Grafschaft da verbündet wahrscheinlich. Okay. Sag mal hier. Oh, ihr könnt heiraten! Knack. Kaito Kid hat ein Gold. Wow. Geil. Läuft bei ihm. Oh, now. Mir wird es dann wahrscheinlich gleich gewesen sein. Für heute. Weil wir können ja sonst um 21.45 Uhr noch weitermachen. Meinetwegen schon. Also ich muss morgen um 1 Uhr anfangen zu arbeiten, von daher könnte ich so bis 1, 2 Uhr sogar theoretisch. Was? So lange gleich, okay? Respekt. Ja, also 2 Uhr maximal, sonst wird es kritisch, glaube ich. Okay. Ja, ich werde gleich mal bequatschen. Wann und wie. Jetzt geht es wieder. Verdacht auf Hexerei. Oh, ein Genie. Brennen. Brennen, brennen. Zufriedene so. Bauern, ja, egal. 100 Frömmigkeit draufgehen. Er ist halt ein Genie, das ist 42. Brennen. Chris? Ja? Yeah? Ich möchte jetzt die Treue bei diesen Lothringen da schwören, ne? So, dass das ich was. Ja, ich glaube, das ist das halt, dass du dann dich unter ja, ihnen unterwirfst. Hier steht Vasall und Hof, Treue schwören. Ja. König Lothar III bitten, eurer Lehnsherr zu werden. So, jetzt habe ich halt die Auswahl zwischen hohe Vordeipflichten, normale und niedrige. Wahrscheinlich dann niedrige machen, oder? Für dich wäre am besten niedrige, aber ist halt die Sache, ob er das annimmt, ne? Oh, steht bei plus 23. Ach so, aber was steht denn da? Bist du ja, also, das Ding ist, das ist ja aus deiner Sicht. Du warst ja Vasall, also wäre niedriger am besten, glaube ich, ja. Ja. Für dich. Habe ich jetzt mal vorgeschlagen, mal gucken. Ja. Hm. Komm, gib Antwort. Scheiß König. Ich warte. Oh. Na gut. Ja, dann sollten wir speichern, ne? Ah.
Ja, dann speichere ich jetzt nochmal. Ich hab grad gespeichert sogar. Also Sicherheit, falls es halt nicht funktioniert bei dir, dass irgendwas schief geht, habe ich mal gespeichert. Soll ich auch nochmal speichern bei mir? Also theoretisch reicht es bei mir, weil ich der Host bin. Aber speichert ruhig separat nochmal ab, weil, ne, falls bei mir was kaputt gehen sollte, dann könntet ihr den Host, glaube ich, übernehmen, so gesehen. Sicher ist sicher. Ja, yeah, die Anime-Land MG ist aus wie so eine Uzi, ey, die nach links guckt. Echt? Die Anime-Uzi, Oh, lol. ey. Gut. Gut. Dann. Also jetzt erstmal Pause. Speichern. Also wie gesagt, ich bin jetzt an dem Schauen. Training und dann. Gut, ich weiß, ich glaube nicht, dass ich bis 1 Uhr, 2 Uhr durchhalte, aber bis 24 Ja. Uhr maximal wahrscheinlich. Ja, ist ja auch in Ordnung. Ja. Aber ich schreibe dann nachher nochmal. Okay. Jo. Dann machen wir das mal Digi. so. Genau, dann gehen wir erstmal raus hier aus dem Game. Also muss jeder selbstständig beenden, ne? Ja. Ich kann dein Spiel nicht beenden. Nein, ich, also jeder muss halt selbstständig Warte, ich heck rausgehen, dich das meinte ich kurz. jetzt. Mit Discord. Ja. Gudi, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis später eventuell. Ja, Ja, danke gleichfalls. gerne. Bis dann. Viel Ciao, ciao. Spaß. Ciao, ciao. Tschö. Tschüss. Bye. Okay, weiter geht's. Ich müsste halt Nelrini jetzt gleich ins Bett bringen. Also wir Mhm. müssten dann halt jetzt mal eine Pause machen. Ist ja nicht schlimm, dann würde ich den Stream jetzt auch erstmal beenden und vielleicht später weitermachen. Ja. So. So ungefähr würde ich das dann vielleicht auch Ja. handhaben. Ich bespreche das gleich nochmal, Genau. wie wir Also das genau machen. mit Crusader Kings ist erstmal Ente für ein paar Stunden vielleicht. Ich habe gerade Und dann. übrigens noch Kleve geschenkt bekommen als Vasalle. Ja, ist aber nett von ihm. Ja, fand ich auch. So, Das komm, ist ich doch. steig bei dir ein, ich gebe dir auch wenig Steuern. Genau. Ah, Kleve! Ja, nehme ich gerne dagegen an. Von macht eigentlich gar keinen Sinn, das einem zu geben, der niedrige Steuern zahlt. Ja, Der mir hat ja egal. nichts von. Er Ja, hat es mir also. trotzdem angeboten. Da habe ich Ja, gesagt, warum klar, nehme nicht? ich. Ja. Das kannst du schön an ihm hochschlafen. Ja, ich werde halt einfach Köln jetzt als nächstes einnehmen, weil das gibt 2,4 Gold plus Ja, also wenn nur. ihr den Dom. Ist der Dom schon da oder? Der ist schon Weiß ich da, ne? nicht. Ich meine, der Dom steht sogar schon. Das könnte gut auch sein. Oder? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall. Aber der pumpt richtig rein, Ja, also das ist mein nächstes Ziel. Jetzt kann ich es ja auch ey. endlich. Also ich habe gerade eben hier Einspruch fingiert auf dieses, was war das eben, dieses Gebiet rechts, was du da gesagt hast, Ostalgien oder wie sowas hieß er, glaube ich, ne? Ostanglien. Ja, genau, habe ich fingiert. Es kann direkt das Herzogtum quasi als Anspruch fingieren. Also hat er Oh, mehr. ist nice. Das ist immer so random quasi, wenn du dann wieder fingierst, den Hauptsitz fingierst, dann kann das passieren, dass er auch sagt, ey, willst du auch das Herzogtum haben, so? Für 200 Gold, halt, ist halt extrem teuer. Und Ja. dachte ich mir so, ja, warum nicht? Also Klar, dann wenn kann ich man das halt, Geld hat, ne? ja, dann kann ich das halt direkt machen. Hab dann zwar die einen Vasallen noch, weil ich das andere Reiche dann halt nicht so einnehme. Ja. Aber ja. Da muss ich halt nur gucken, dass ich halt schnell den Rest einnehme. Weil wenn Kokoro stirbt, habe ich ein Problem. Also ich muss Jo. halt vorher noch gucken, dass ich 75 Dynastiepunkte kriege, damit ich Kaito enterben kann. Und dann habe ich kein Problem mehr. Sofern Konnen nicht Ja. stirbt. Ja, solche Punkte, Probleme werde ich wahrscheinlich auch noch haben, weil ich halt sehr, sehr verstreut die Sachen eingenommen habe, ne? Naja, wie viele Söhne hast du denn? Glaub zwei. Ja, okay, das ist noch überschaubar. Da kannst du nur dasselbe machen wie ich, dass du einen enterbst, also den schlechteren von beiden. Ja. Dass quasi dann einer dann alles erbt. Das ist halt so ein Ding. Ist halt nur scheiße für deine Dynastiepunkte, weil das halt, die wachsen extrem langsam und wenn du dann aber eben so 75 oder 150 wegbuttern musst dafür, ist halt, tut weh. Das stimmt, ja. Alternativ kannst du halt einen Mordkomplott machen, das ist aber auch nicht so geil. Nee. Ja, gucke ich einfach beim nächsten Mal so.
ein Problem nach dem anderen lösen. Naja, na zur Not erst halt. Mal gucken, dass ich ein bisschen mehr Gold kriege. Du musst dir erstmal halt angucken, was die Nachfolge da sagt. Du musst mal auf Reich klicken, dann auf Nachfolger, dann siehst du ja, was wie aufgeteilt wird. Was dein Erbe kriegt und was der andere kriegt. Ja, werde ich machen. Ja, krieg mal hin. Denke ich auch. Wenn er Stress war, rufst du mich einfach. Weil der kriegt auch die Ansprüche und so weiter an deinen Titel und so weiter. Ja, muss ich halt wirklich mal gucken, wie es dann weitergeht. Also je nachdem, wer halt was kriegt. Mhm. Dann muss ich halt gegebenenfalls halt mal ein paar Leute rausschmeißen. Aber ich glaube, du kriegst auch die Ansprüche von seinen Ländern, wenn das einfach so gesplittet wird. Also zur Not kannst du dir die ja so gesehen einfach wiederholen. Von deinem eigenen Bruder. Ja, rein theoretisch könnte ich halt gegen den kämpfen und halt auch alles wieder einnehmen, ne? Mhm. Wobei das eigentlich nicht so in meinem Interesse immer ist. Ich hab den immer gerne als Vasallen, auch wenn er dann quasi schwer bei Laune zu halten ist, weil der Ansprüche hat, dann ist der immer ein bisschen mieser gelaunt. Und ist immer in jeder Fraktion direkt drin. Ja, er will halt den Titel haben, ne? Kann ich auch verstehen. Ist aber halt das echt fies so. Also, irgendwann, wenn du so der Erstgeborene bist und halt immer alles kriegst und der Zweite kriegt so gut wie gar nichts, ist halt immer so. Entweder hältst du den immer schön klein oder du lässt ihn einmal die Fraktion halt durchspringen, dann musst du aber den einmal platt machen, dann hat er seine Ansprüche verloren. Ja. Das geht halt auch. Ja gut. Ja. Dann beende ich jetzt erstmal den Stream. Genau, ich auch. Sag auch schon mal tschüss. Bis später wahrscheinlich. Bis dann, Antenne. Erstmal voll gegen den Kuchen. Ende. Gut, dann sag ich mal bis später. Ja. Auf Wiedersehen. Tschö. Tschö. Yeah.